Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Monstrum. Schön, dass du mal wieder dabei bist und an diesem wunderschönen Spiel teilnehmen magst. Das finde ich gut. Warte mal, ich glaube, das ist neu, dass wir hier irgendwo auf dem Klo sind, oder? Das war bisher noch nicht so. Hab ich gerade schon was rumpeln gehört? Das kann doch... Das kann doch so früh jetzt noch gar nicht. Das tut es doch sonst nicht. Das Feuerzeug zu Beginn ist auch neu. Oh, hier ist eine Tür. Hallo. So. Du auch auf. Und wir finden Luft. Luft in rauen Mengen. Raue Seeluft in rauen Mengen. Ba, 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 ba. Benzinkanister nehmen wir mit, denn wir fliehen heute mit dem Helikopter. Oh ja, denn das ist so schön. Schawupp. Auf mit dir. Nein. Na gut. Na, so ein Krach. Was soll das denn? Ich dachte gerade schon wirklich, ich hätte Rumpel. Rumpelage gehört, wollte ich gerade sagen. Und ich habe mich nicht mal verhört. Ich habe Rumpelage gehört. Ja, aber denn, wir haben doch hier jetzt einen Benzinkanister. Da gehen wir nicht durch, sonst sind wir im Arsch. Einen Benzinkanister. Den kann ich doch schon direkt hier lassen, oder? Ich meine, wir brauchen den ja sowieso hier. Ich weiß nicht, was ich damit soll. So. So, so, so. So, 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 so. Hier mal auf. Ich habe da gerade die Headlights gesehen. Wie cool ist das denn? Ich höre Fußstapfen von Big Daddy. Aber die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, ob die nur in meinem Kopf sind oder... Das soll ja vorkommen, ne? So, wir gehen mal hier ganz runter. Denn da ist garantiert wieder das U-Boot. So, dann können wir nämlich wenigstens schon mal die Dinger loswerden hier. Sehr schön. Da geht's raus. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Kackventil? Hab ich irgendwie das Ventil nicht sehen können. Ja. So, da sind wir wieder hier unten. Schön ist es. Pass mal auf, mach hier mal eben die Tür auf.
Und dann gehen wir mal nach vorne durch, weil dann kommen wir zum vorderen Schiffteil auch. Vorsichtig. Vorsichtig. Nur keinen falschen Fehler machen. So. So, eine Sicherung, sehr cool. Ja, und die Glowsticks, die sind irgendwie immer noch in den Bänken drin. Die Modeerscheinung hat sich noch nicht in Wohlgefallen aufgelöst. Da stehen die Leute dann immer drauf, offenbar. Was? Nerf-Check? Achso. Dann können wir noch eine reindrehen, ne? Können wir Licht machen hier unten. Was ja sicherlich erstmal nicht verkehrt ist. So. So, damit bist du auch abgestellt. Schön, 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 schön. Ah, Kacke. So, ich mache hier mal eben das Ding rein und klingel mal in Nummer 4. Weil ich glaube, Nummer 4 war ganz unten. Oh, Alter, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht durch. Ist Big Daddy, das ist schön. Alter, wenn ich jetzt natürlich durchlatsche, ne? Fuck, dann haben wir ein Problem, Alter. So, nochmal in der 4 klingeln. Ich glaube, der ist nämlich gerade auf dieser Etage. Gleich steht der hinter uns und haut uns schön eins in die Fresse. Jetzt geh runter, Digga. Hol ihn dir. Jetzt ist kaputt. Das ist der Moment, wo wir abhauen sollten. Denn jetzt ist ja nichts mehr, was ihn noch irgendwie davon abhalten könnte, abzuhauen. Deshalb hau ich jetzt... Alter! Hau ich jetzt mal ab. So, was haben wir denn hier? Ein Feuerzeug. Nee, das lasse ich direkt hier. Das nehme ich nicht mit. Das ist so unnütz, das Ding. Nix. Nix, nix, nix. So, warte mal. Ach, scheiße. Jetzt habe ich hier natürlich die Sicherung verballert. Und habe jetzt keine mehr, ne? Das ist ja mal wieder so geil. So, mal eben richtig hinsetzen hier. Das geht ja so nicht. So kann ich nicht zocken. Ich
wüsste mal gerne, wo Big Daddy jetzt ist. Dass der Big Daddy Sound jetzt losging. Wir haben ja nichts gehört, kein Rumpumpel und so. Seltsamerweise. Aber neuerdings schleicht er sich ja auch an. Ja, hier, also die Schallplatte oder was auch immer das sein soll, können wir nicht mitnehmen. Das heißt, der Raum... Das heißt, der Raum mit den Schallplatten ist für uns an dieser Stelle nutzlos. So. Oh, oh. Oh. Alter, ey. Der muss dann auch immer so plötzlich kommen, weißt du? Auf einmal trampelt der einem quasi auf den Kopf rum. Also so klingt es halt zumindest. So, ganz vorsichtig laufen. Vielleicht hört er uns dann ja wirklich nicht. So, für hier oben haben wir aber, glaube ich, gar nichts, ne? Das haben wir ja schon ewig nicht mehr gemacht, uns hier oben zu verstecken. Wahrscheinlich aus gutem Grund, oder? Ey.
Was mache ich, wenn ich jetzt hier das Ding nehme? Dann müsstet ihr doch gleich da hinten rumrennen, oder? Spätestens sobald das Ding losgeht. So, ich glaube, Feuerlöscher haben wir erstmal genug. Pass mal auf, vielleicht können wir den noch damit noch ein bisschen herlocken. Ich möchte den eigentlich loswerden, den Typen. So, hier ist noch ein Raum, der ist noch nicht erkundet. Und ein Zettel. Und ein Radio. Und noch ein Raum, unerkundet. Mit Klebeband. So, dann schmeißen wir den Feuerlöscher nämlich weg hier. Den brauchen wir dann nicht. Jetzt haben wir hier so viele Feuerlöscher, dann können wir einen auch mal hier lassen. So. Lass mich durch! Ah, fuck, ey. Du bist doch voll am Arsch. Du bist doch voll am Arsch, wenn der kommt. Fuck, ey. So ein Mist. So ein Mist. Ja, was willst du da machen? Was willst du da machen, ey? Wenn der kommt, dann... Ja, da kommst du auch nicht mehr raus aus dem Gebäude oder aus dem Raum. Machst du nix. Na gut, wir versuchen das nochmal. Ich tippe diesmal auf The Fiend. So, ich sage, jetzt kommt The Fiend. Zack, zack. Oh, ein Feuerlöscher. Schön. So, haben wir hier was? Benzinkanister. Und Luft. Und Feuerzeug und Duct Tape. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist schon mal ein ganz angenehmer Start. Schweißgerät haben wir auch direkt dabei. Sehr, sehr cool. So, Notizen. Hat sich noch nichts verändert. Hier ist ein verschlossener Raum. Da könnten wir... Da müssen wir irgendwas reinwerfen, damit man uns dort aufmacht. Ist mir jetzt aber Wurst. Hier sowas zum Beispiel. Dafür könnte ich wegwerfen. Wegwerfen das da. Das da. Oh, was ist denn das da hinten? Ach so. So, hier war das nämlich. Warte. Ich will ja auch den Benzinkanister noch mitnehmen. So, dann können wir die Sicherung da drin lassen. Ist auch noch eine Tür. Mit Glowsticks. Und sagen, da wird es gleich klingeln. Die Frage ist, ob jetzt schon Monster rauskommt und das
die Sachen abholt. Oder das, beziehungsweise das Ding. Es flackert. Es flackert. Es könnte The Fiend werden. Wir haben echt viel Zeug dabei, ne? Für so früh in der Runde. Blöd. Tja. Tja, wie soll ich sagen? Das war jetzt doof. Komm, ein allerletzter Versuch jetzt noch. Alle guten Dinge sind drei. Fuck, ey, das hätte eine gute Runde werden können. Das hätte eine richtig, richtig gute Runde werden können. Ah, so ein Ärger. Ich meine, wir haben echt viel Zeug gehabt. Ich wusste gerade nicht mehr so ganz, wo ich noch hin soll. Blöd. Blöd, 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 blöd. Na egal. So, das und das. Und, na nur, hier liegt das sonst immer eine zweite Notiz. Ne, da liegt auch eine Schaltplatte drauf, aber er macht nichts. Man kann das Teil halt auch nicht anschalten oder so. Von daher. Was? Ach so, hide under the table, ja. Pff. Ich verstecke mich doch nicht unterm Tisch. Bin doch nicht bescheuert in diesem Spiel. So. Hier ist überall nichts. So. Tja. Dann nicht. Ja, The Fiend war's. Wieder einmal. Hat er uns schön abgelatzt, der alte Sack. So, und jetzt ist es, keine Ahnung, Big Daddy wieder. Facehack habe ich keinen Bock drauf. Nicht, dass die Monster sich da irgendwas draus machen würden. Oh, die Keys. Die Keys, das ist doch schön. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, hier waren wir jetzt schon überall, ne? Ich weiß gar nicht, auf welche Etage sind wir denn? 6. Wir müssen eine runter, um rauszukommen. So, genau hier hin. Und dann können wir schon mal. Das kann ich einfach schon aufschließen können. Doch, geht. Cool. Kann man das aufmachen hier? So, den. Ups. Den Schneider haben wir gar nicht dabei. Na, pass auf, dann gehe ich jetzt mal nach hinten. Da bin ich ja sowieso schon. Und setze schon mal die Sub-Headlights ein.
Vielleicht finden wir hier auch noch weitere Teile. Benzinkanister, Bolzenschneider, irgendwie sowas. Scheiße, es ist Facehug. Ach komm. Wo wir schon mal da sind. Scheiße. Natürlich jetzt doof, ne? Ah, fuck. So, ich wollte sagen, ich täte gerne hier wegkommen. So langsam. Na gut, das Schöne an Facehug ist, durch den kannst du halt auch... Na, durchrennen nicht, aber du kannst an ihm vorbei, ne? Also wenn der vor dir steht oder so, das ist halt kein Hindernis. So, die Luftpumpe. Na, sieh mal eine an. Und eine Taschenlampe, auch sehr schön. Na komm, nimm mit. So, auf, auf, auf. Was steht denn da eigentlich? Emergency Guidelines. Ich gehe einfach nochmal eine Etage höher hier. Ich bin irgendwie noch zu dicht an... Achso, hier geht's sowieso wieder raus. Und immer schön den Helm tragen, ne? Auf die Helme, Leute. Ganz wichtig. Ja. So, haben wir noch was Neues dabei? Nö. Haben wir nicht. Wir haben die Luftpumpe dabei. Wir könnten Facehug so lange aufpusten, bis er platzt. Das wäre da auch mal eine Idee. Oder blaue Augen kriegt und anfängt zu leuchten. Vielleicht ist so ja der Fiend entstanden, nicht entschieden. So, gehen wir hier mal rein. Wegen der elektrischen Gucker. Wow. Doof jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob Facehug jetzt, ob ihn das überhaupt noch interessiert, dass wir hier rumwuseln oder ob der Suche schon wieder abgebrochen hat, aber ich glaube, der ist schon wieder abgehauen. Ja, von daher ist jetzt auch eigentlich egal, ne? Also wir könnten jetzt eigentlich auch weiterlaufen. Könnten wir? Ja. Ja, der ist weg. So, komm, gehen wir mal hoch. Deck 7 müssen wir, meine ich. Genau. Wow. Wo ist der Sack? Wo ist er? Drecksack!
Zieh dich, du Lutscher! Ich glaube, der Feuerlöscher müsste auch so langsam leer sein. Kacke. Oh, scheiße, Alter. Das ist jetzt echt Mist. Das ist jetzt echt Mist. Alter Falter. Muss auch mal Schwein haben, würde ich sagen. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Dieser dumme Sack. Der mit seinen Platschfüßen, ey. Der muss inzwischen aber auch echt genau hinhören. Alter, ich dachte gerade schon, der steht da hinten wieder. So, uns fehlt natürlich das Klebeband noch. Und das werden wir auch nicht hier finden. Denke ich mal. So, ein Glowstick noch. So, ich hau da mal ab hier nach unten. So, da geht's nicht weiter für mich. Hier aber dann auch nicht, ne? Aber egal, komm. Hier können wir uns mal umsehen, ob wir noch Teile finden. So, es gibt hier echt viele von diesen Leuchtsticks. Aber ob man die so einsetzen sollte, wie ich es gerade gemacht habe, wage ich auch mal zu bezweifeln. Guck mal, hier gehen wir mal hoch. Fuck.
Ja, doof jetzt. Verfluchte Axt, ey. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. So. Facehack ist drin. Plunch platscht hier rum. Oder? Nee, ist er nicht. Ach so. Das klang gerade erst so für mich. Gut. Dann nicht. So, pass mal auf. Dann gehe ich jetzt noch mal hoch. Nee, Quatsch. Noch ein höher. Zum Helikopter. Dann kann ich dann wenigstens schon das Ding hier lassen. So, einen haben wir dann schon mal. So, und wir brauchen Fuck. Diverses Zeug noch. Warte mal. Das mache ich hier rein, das mache ich auf. Im Grunde haben wir noch nicht so wirklich, ne, für die Dinge. Eine Signalpistole. Ja. Zu schade, hier ist auch nichts drin. Ich dachte vielleicht irgendwie Klebeband oder so. Verfluchte Axt, ey. Mistkamera. Ja, komm, vergiss es. Geh ich. Alter, ich wollte gerade sagen, gehe ich halt hier rum. Aber die will mich echt ärgern. Die hat mich auf den Kicker. Die Scheißkamera. So, ein Brief. Und gleich haben wir wieder Facehack. So, das ist das zweite. Der zweite Benzinkanister, den wir brauchen. Dann fehlt uns für diesen Fluchtweg nur noch der Bolzenschneider. So. Nur noch der Bolzenschneider. Und dann können wir mit dem Biest davon flattern. Rein theoretisch. So, zack. So. Bleibt die Frage, worauf setzen wir? Auf
auf den Flucht, auf die Möglichkeit, dass hier unten noch irgendwo was ist oder oben. Wir haben jetzt noch nicht uns ganz so viel angeguckt, von daher haben wir doch noch einige Möglichkeiten. Will ich hier noch was führen? Nö, ne? Ne. Na toll. Alter, leck mich, du Scheißviech. So, ist er jetzt weg? Oder kommt er wieder? Ich glaube ja, der ist weg. Ach ja. Schwer ist es geworden. Schwer ist es geworden, das Spiel, wirklich. Wo man bis vor kurzem noch echt relativ easy davon ziehen konnte, ist es mittlerweile zumindest teilweise echt eine Herausforderung. So, eine Sicherung, das ist sehr gut. Dann sollten wir doch tatsächlich auf die Idee kommen, mit dem U-Boot noch fliehen zu wollen, brauchen wir das. Also aktuell sehe ich das eher nicht. Bisschen Musik an für ihn. Ja, wer sich fragt, weswegen ich die Musik jetzt laufen lasse, ich will einfach mal ausprobieren, was passiert. Ganz ehrlich. Ob der dann direkt wieder auftaucht oder ob der die Spur irgendwie doch noch verliert. Ich weiß das nämlich nicht. Ja, jetzt noch extra Alarm machen müssen wir nicht. Blöd jetzt, ne? Mein Freund. Hallo. Hallo, Arschloch. Huhu. Na? Außenweilchen zu, das glaubt man. Also es wird ihn nicht ewig aufhalten, aber ein Weilchen. Und ein lustiger Spaß ist es auch, wenn ich mal ehrlich bin. Wer kann schon von sich behaupten, mal einen Facehack eingesperrt zu haben? So, was machen wir mit der schön gewonnenen freien Zeit? Du, 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 du. Schade ist eigentlich, dass er das Radio jetzt kaputt gemacht hat. Das ist ein bisschen doof jetzt natürlich. Heißt, keine Musik mehr für uns. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir es da hinschmeißen, weil da kommt er ja nicht hin. Oder
da oder so. Da müsste er theoretisch runterhüpfen. Das macht er ja garantiert nicht. So, bei den Facehuggern ist natürlich so, dass es da jetzt nicht nur einen von gibt, sondern mehrere. Und deshalb ist das für den natürlich letztendlich völlig Wurst, was wir da machen. Ob wir da einen von einsperren oder nicht, dann kommt halt irgendwo ein neuer raus. So. Ja, bin ich mal gespannt. Der müsste es jetzt auch kaputt machen. Nummer 4. Wie gesagt, ich glaube, das ist ganz unten. Und ich glaube, dass dort ein Raum ist, der verschlossen ist. Das heißt, den muss er eh für uns aufmachen. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Nun komm, du gehst schon hin. Der will wirklich nicht, ne? Ja, egal, komm, dann lassen wir es jetzt sein. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann können wir da auch nichts machen. So, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier sind ein paar Klo-Sticks. Klo-Sticks. Ein paar Facehugg-Eier sind da auch noch. So, Pixel des Todes direkt gefunden. Einmal Schwein gehabt. Was denn das? Ist ja noch ein richtiger Raum. Krass. Und ein neues Radio, ja, das ist ja cool. Das finde ich ja mal geil. Da können wir mal wieder irgendwo Action machen. Wie gesagt, eigentlich dürfte er da nicht hinkommen. Denn das ist eigentlich ein Bereich, der auch für ihn nicht erreichbar ist. Hinter der Absperrung beim U-Boot. Von daher dürfte er es theoretisch nicht kaputt machen können. Aber der schert sich ja nicht sonderlich viel um Theorie. Von daher ist er vermutlich gleich trotzdem wieder uns dicht auf den Fersen. Okay, hier waren wir schon. Ja, naja, er hat's ausgemacht. Wie gesagt, offensichtlich Theorie und so ist alles... Oh, scheiße. Kacke. Theorie ist ihm egal.
Ja, bald ist unsere Taschenlampe leer. Das war nur eine Flasche. So, eine zweite Taschenlampe wäre jetzt gut. Haben wir eigentlich noch eine? Ach, wir haben sogar noch eine, siehst du mal. Cool. Das ist gut. Scheiße. Komm her. Lässt du mich durch? Mist. Da war ich zu langsam. Ja. Oh, scheiße. Na gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, schade, dass nicht geklappt hat diesmal. Aber nun gut. Geht nicht immer. Also dann bis zum nächsten Mal und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.